Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Ich freue mich heute total, für euch diesen leckeren und ganz einfachen rohveganen Erdbeerkuchen zu kreieren. Es ist so toll, dass endlich wieder leckerste Erdbeerzeit ist. Und dieser Kuchen ist so lecker, meine Familie schmeckt der so gut. Ich könnte den gerade jeden Tag für alle machen. Und der ist auch immer ganz schnell aufgegessen. Und dass der ganz einfach geht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Hier ist mal das tolle Rezept. Ich habe es mal aufgeschrieben, damit ihr das besser sehen könnt. Und zwar in den Teig kommen 150 Gramm Mandeln, 5 Bergfeigen und 8 Datteln. Als Belag 400 bis 500 Gramm Erdbeeren. Lecker, lecker. Und in die Creme 100 Gramm Mandeln, 100 Gramm Datteln, 5 Bergfeigen, 1 Teelöffel Vanille. 1 bis 2 Esslöffel Flohsamenschalen. Für den Belag ist es sehr gut, wenn die Mandeln über Nacht in Wasser eingelegt werden und die Datteln und Bergfeigen mindestens 2 Stunden im Wasser eingelegt sind. Für den Teig lege ich immer nicht im Wasser ein, weil ich finde, dann die Konsistenz wird dann besser. Und als Topping kommt dann noch 1 Teelöffel Kakaopulver drauf. So, und wie das jetzt alles funktioniert, will ich euch jetzt zeigen. Zuerst nimmt man natürlich einen schönen großen Teller, wo der Kuchen drauf kommt. Und dann nimmt man circa 10 Mandeln und macht die erstmal klein. Ich benutze immer den Vitamix Trockenbehälter zum Trockenklein machen, aber das geht natürlich auch in Green Star oder in anderen Küchenmaschinen. Jetzt habe ich hier mal circa 10 Mandeln klein gemacht, zu so Pulver. Weil das streue ich als erstes auf den Teller, dass nachher der Teig nicht unten am Boden dran klebt. Das verteilt man hier gut. Dann löst sich der Kuchen nachher besser. Und dann nehme ich für den Teig die 150 Gramm Mandeln, 5 Bergfeigen und 8 Datteln. Und das mache ich auch im Vitamix Trockenmixer, das Kleinmixen, das mache ich immer auf zweimal. Und das mische ich dann immer. Also ich nehme die Hälfte der Mandeln, die Hälfte der Bergfeigen und die Hälfte der Datteln und zermixe das dann. Und dann kommt hier diese Masse raus. Das ist jetzt alles trocken klein gemixt. Die Mandeln, Datteln und Bergfeigen. So, jetzt nehme ich einen winzigen Schluck frisches Quellwasser. Das schütte ich jetzt hier rein. Man darf nicht zu viel nehmen, sonst wird es zu feucht. Und das knete ich jetzt in einen super tollen Teig. Wenn es noch zu krümelig ist, dann noch einen kleinen Schluck Wasser dazu. Aber ich glaube, so ist es genau richtig. So, jetzt habe ich diesen tollen Teig. Und der kommt jetzt, ich mache den immer schon mal ein bisschen breit, bringe den schon mal ein bisschen in Form. Und den tue ich jetzt auf diesen Teller drauf. Und der wird jetzt da schön breit gedrückt. So, jetzt habe ich hier den Teller mit diesem leckeren Teig. Als nächstes mache ich mit der Creme weiter. Dafür habe ich die 100 Gramm Datteln und die 2 Bergfeigen vor 2 Stunden schon mal im Wasser eingelegt. Das habe ich jetzt gleich im Vitamix gemacht. Und da kommt jetzt hinzu 1 Teelöffel Vanille. Ich mache das immer alles nach Gefühl. Und die 100 Gramm Mandeln. Normalerweise benutze ich dafür über Nacht eingelegte Mandeln und schütte dann das Einweichwasser immer weg. Aber das habe ich jetzt doch vergessen und jetzt nehme ich mal ausnahmsweise welche, die nicht eingelegt wurden. Also die 100 Gramm Mandeln dazu. Aufpassen, dass nicht zu viel Wasser drin ist. Ich glaube, das ist genau richtig, damit es nicht zu flüssig wird.
Und das mixe ich jetzt erst durch, bis alles richtig schön cremig ist. Und erst wenn alles schön cremig ist, mache ich dann den 1 bis 2 Esslöffel Flohsamenschalen dazu. Und mixe die dann nochmal durch. Genau, das mache ich jetzt erstmal. Also erst das durchmixen, dann 1 bis 2 Esslöffel Flohsamenschalen dazu und dann nochmal mixen. Und dann ist die Creme. So, das ist jetzt die leckere, fertig gemixte Creme. Köstlich. Man muss wirklich aufpassen, dass es nicht zu flüssig wird. Aber dann kommen ja noch die Flohsamenschalen rein und die sind sozusagen das Bindemittel, dass es dann auch alles schön fest wird. Und jetzt nehme ich schon mal ein wenig der Creme und mache das schon auf diesen Tortenboden drauf. Erstmal nur ein kleines bisschen, dass dann die Erdbeeren da so schön drauf kleben. So, jetzt habe ich den Teig mit ein wenig leckerer Creme und jetzt kommen die köstlichen Erdbeeren. Die zerschneide ich jetzt in Hälften und lege die dann schön drauf. Dieser Duft, köstlich. So lecker sieht das jetzt schon mal aus. Die Erdbeerschicht kann übrigens nicht dick genug sein. Und jetzt kommt der Rest der Creme obendrauf. Schön draufstreichen. Erdbeeren kann man am Rand entweder rausschauen lassen oder man deckt sie ganz mit der Creme zu. Dann hat man einen Überraschungs-Erdbeerkuchen. So, und zum Schluss kommt noch ein Topping obendrauf, weil das ist echt so köstlich. Und dafür nehme ich Kakaopulver. Ich nehme immer am liebsten das rohköstliche Kakaopulver. Das gab es leider nicht in letzter Zeit, darum habe ich heute mal ein anderes Bio wenigstens. Und genau, jetzt nimmt man so ein schönes Sieb und einen Teelöffel von dem Kakaopulver. Und das macht man jetzt hier so ganz fein drauf. Das ist so köstlich. Diese Creme, der Kakao geht dann so richtig noch in die Creme rein. Das schmeckt dann so herrlich schokoladig und dann mit diesen Erdbeeren. Oh, das ist einfach köstlich. Fertig ist er, der leckere rohköstliche Erdbeerkuchen. Einfach verführerisch lecker. Der kommt jetzt noch für 2 Stunden in den Kühlschrank, aber am allerbesten würde der schmecken, wenn er über Nacht in den Kühlschrank kommt. Am nächsten Tag ist er dann so gut durchgezogen, dass er noch mal viel besser schmeckt. Nur leider ist er meist so verführerisch, dass man es meist nicht schafft, den so lange im Kühlschrank aufzuheben. Wenn du es doch schaffst, ist es sehr zu empfehlen, den abends zuzubereiten, über Nacht im Kühlschrank stehen zu lassen und am nächsten Tag zu genießen. Lass es dir schmecken. Falls es dir gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal oder besuch mich mal auf meiner Webseite. Ich würde mich sehr darüber freuen. Tschüssi und alles Liebe. Bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.